Die Fluggesellschaften als Kunden des aktuell noch größten Flugzeugherstellers der Welt, Boeing, die kriegen zum aktuellen Zeitpunkt, je nachdem, was sie für Flugzeuge bestellt haben, nicht so unbedingt das, was sie erwartet haben und vor allem nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das erwartet haben. Bei Boeing geht es halt immer noch drunter und drüber und davon ist auch die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa betroffen. Und die müssen, genauso wie eben andere Fluggesellschaften auch, jetzt immer wieder ziemlich flexibel planen, neu planen, was mit ihren Flugzeugen wann passieren soll. Und das mit dem flexiblen Plan, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video aus einem Hotel. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, als wir in der letzten Woche über die dort veröffentlichten Boeing-Quartalszahlen gesprochen haben, da entwickelte sich neben der Boeing 737 MAX auch die Boeing 777X zu einem ziemlich interessanten Thema. Denn während der Auslieferungsplan für das modernste Boeing-Standardrumpfflugzeug mittlerweile eigentlich jegliche Struktur verloren hat, man wird das nach der Zertifizierung der Maschine dann wohl so machen müssen, wie es halt gerade dann den Fluggesellschaften irgendwie passt, wie es irgendwie machbar ist, das weiß man zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht. Währenddessen geriet die Planung für die Boeing 777X auch ganz schön ins Wanken. Dazu nur mal ein kurzer Rückblick. Boeing nahm ganz offiziell ab Mai 2013 die ersten Bestellungen für die neueste Version der Boeing 777 entgegen. Und dann, nur wenige Monate später, im September 2013, bestellte Lufthansa als erste Fluggesellschaft ganze 34 Maschinen des Typs 777-9X. Und gleichzeitig bestellten sie auch bei Airbus 15 Maschinen vom Typ A350 mit 10 weiteren Optionen auf das Flugzeug. Also 25 Airbus A350-900. Wenn man so will, eine Bestellung über fast 60 brandneue Flugzeuge, um die damals in Kombination noch über 60 Flugzeuge starke 747-400 bzw. A340-Flotte zu ersetzen. Die größte deutsche Airline wurde damit zum sogenannten Launch-Customer für die neue 777X. Und aktueller Stand war bis vor knapp 2 Jahren auch, dass die Lufthansa als erste Fluggesellschaft die neue 777X im Sommer 2020, das war bis zuletzt zumindest der Zeitplan, im Sommer 2020 die erste Maschine des Typs übernehmen und betreiben wird. Dann ging jedoch, wie gesagt, vor knapp 2 Jahren erst einmal das Gerücht um, wenig später dann der konkrete Gedanke, dass Lufthansa die neue Boeing 777X wohl ganz gezielt an bestimmten Stellen zu bestimmten Zeitpunkten in die Flotte bringen möchte. Konkret dann eben so spät wie möglich gewisse Langstreckenmaschinen durch das neue Flugzeugmuster ersetzen möchte, sodass es durchaus zu Verzögerungen bei den Lufthansa 777X-Auslieferungen kommen könnte. So rutschte dann ein weiterer starker, na gut, der stärkste 777-Kunde überhaupt, und zwar Emirates mit 150 bestellten 777X-Maschinen auf Platz 1 für das neue Flugzeug, als höchstwahrscheinlich Erstbetreiber der 777X im nächsten Jahr. Das ist nicht mehr Lufthansa. Dazu kommt, für 14 der eben genannten 34 Maschinen des Typs für die Lufthansa gab es nie eine Auftragsbestätigung. Also keine Ahnung, wie das dann am Ende des Tages wirklich intern geregelt wurde, wann da welches Flugzeug jetzt zur Fluggesellschaft kommen soll, aber wirklich bestellt wurden unterm Strich dann doch nur 20. Dafür gab es wiederum zusätzliche Airbus A350 Bestellungen. Man hatte also zu viel Boeing 777X und zu wenig A350 und das hat man vor geraumer Zeit bei der Lufthansa korrigiert, was die Änderung des Erstbetreibers erklären dürfte. Emirates wird aber eben nur höchstwahrscheinlich Erstbetreiber der Boeing 777X. Es geht halt eben alles gerade drunter und drüber. Ist genauso wie TUI Fly, die deutsche TUI Fly, höchstwahrscheinlich Erstbetreiber der Boeing 737 MAX hier in Deutschland sein wird. So genau kann man das alles gerade gar nicht mehr sagen. Durch die aktuelle Situation ist es nämlich gut möglich, dass sich hier bei 737 MAX und auch bei 777X nochmal etwas verschiebt. Jetzt zur 737 MAX, da kann es durchaus sein, dass auch SunExpress mit der ersten Maschine des Typs nach Deutschland kommen wird, weil die Dinger, die stehen ja jetzt eh fertig bei Boeing auf dem Hof. Es kommt also jetzt voll und ganz drauf an, wer schneller bei Boeing auf der Matte steht, nach der Zertifizierung das Flugzeug dort abholt und über den Atlantik fliegen kann. Aber zurück zur Lufthansa. Bisschen viel 777X, bisschen wenig A350, das war also das Ergebnis der letzten Jahre. Und jetzt spielt es der Lufthansa natürlich nur so halb in die Karten, dass man über eine Erstauslieferung im Sommer oder im Herbst 2020 nach der Vorstellung der Boeing-Quartalszahlen in der letzten Woche, dass man darüber eigentlich gar nicht mehr wirklich nachdenken muss. So früh wird die 777X nicht fertig werden. Und das, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, liegt noch immer an den unfertigen General Electric GE9X-Triebwerken und der dadurch immer noch ausstehenden Zulassung des Flugzeuges.
Naja, man wollte doch nur ein bisschen weniger und nicht alles auf einmal und nicht ganz so schnell. Und jetzt muss man sich schon wieder Gedanken darüber machen, wann man die erste Maschine des neuen Typs überhaupt mal in die Flotte übernehmen kann. Und das Interessante daran ist natürlich, dass bei Lufthansa an der neuen 777X auch die Einführung der neuen Business Class hängt. Eine Business Class, auf die viele Kunden der Lufthansa schon wirklich lange warten. Und viele Kunden sind da sehr gespannt drauf, was Lufthansa daraus machen wird. Und die Einführung der Lufthansa Business Class auf einem anderen Flugzeugtypen, vielleicht auf einem deutlich älteren Flugzeugtypen, als eventuell logische Konsequenz zu den 777X-Verzögerungen, das steht bei Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch nicht zur Debatte. Die neue Business Class kommt mit der neuen 777. Und ebenfalls hängt ja an diesem neuen Flugzeugtypen, an der 777X, der Zeitpunkt, an dem die Lufthansa endlich wieder ein frisches, modernes und damit zweistrahliges Langstreckenflugzeug nach Hause bringt, an den Flughafen Frankfurt. Denn das verliert man vielleicht ganz gerne mal aus den Augen, während die Lufthansa natürlich moderne und neue Flugzeuge einflottet, immer wieder neue Flugzeuge bekommt, sieht man davon am Frankfurter Flughafen auf der Langstrecke nicht wirklich etwas. Das sorgt unterm Strich tatsächlich dafür, dass die Langstreckenflotte der Lufthansa in Frankfurt, wichtig, nur Langstrecke, nur Frankfurt, dass das eine der kerosinhungrigsten Langstreckenflotten großer Airlines überhaupt ist. Das bedeutet aber natürlich auf gar keinen Fall, bitte echt nicht falsch verstehen, dass die Lufthansa nur mit altem Fluggerät durch die Gegend eiert. Das ist natürlich Quatsch. Und die Dinger, die da in Frankfurt rumstehen, die sind ja auch alle vollkommen in Ordnung ausgestattet. Das mögen ja auch alles ganz tolle Flugzeuge sein. Nichtsdestotrotz kann man ja da mal drüber nachdenken. Und wenn ihr euch jetzt einfach mal die Langstreckenflieger der Lufthansa in Frankfurt anschaut, dann fällt auf, dass das einzige große Langstreckenflugzeug mit nur zwei Triebwerken von der Lufthansa, das ist der A330-300. Und der ist im Schnitt bei der Lufthansa auch schon 12 Jahre alt und damit auch echt nicht mehr das jüngste Flugzeug. Und allein diese Tatsache, das ist ja kein Geheimnis, die kostet mehr, als sie kosten müsste. Und auch da wieder vorsichtig sein, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die Lufthansa mit ihren Langstreckenflugzeugen kein Geld verdienen kann. Auch das ist Quatsch, aber andere große Fluggesellschaften können mit anderen Flugzeugen mehr Geld verdienen, beziehungsweise einfach effizienter fliegen. Auch wenn sich das natürlich immer deutlich leichter sagen lässt, als es sich dann wirklich umsetzen lässt, wie wir gerade sehen. Also, dass sich da in Frankfurt bei der Langstreckenflotte der Lufthansa etwas ändert, das hängt also ebenfalls an der Einflottung und an der Nutzung der Boeing 777X bei dieser Fluggesellschaft. In München hingegen, da sieht es mittlerweile tatsächlich ganz, ganz anders aus. Lufthansa hat im letzten Monat, soweit ich weiß, fliegt das Ding sogar gerade mal knapp 2 Wochen auf Strecke, Lufthansa hat im letzten Monat ihren 15. Airbus A350 übernommen und damit auch den 15. Airbus A350 in München stationiert. Und ihr erinnert euch noch an den Anfang des Videos, da haben wir über eine im September 2013 getätigte Bestellung von der Lufthansa über 15 Airbus A350 gesprochen. Das sind eben genau diese 15 Maschinen. Daraufhin gab es dann eine Umwandlung von 10 Optionen zur Festbestellung und es wurden jetzt nochmal vor wenigen Monaten nochmal 20 A350 bestellt. Diese, das ist ganz wichtig, wurden allerdings für die Lufthansa-Gruppe bestellt. Also wo diese Flugzeuge dann wirklich genau hinkommen, wo die dann unterkommen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Daraus lässt sich also entnehmen, die Lufthansa hat die erste Bestellungswelle ihrer A350 mittlerweile komplett übernommen. Und mittlerweile, seit gestern, ist auch klar, wo die nächsten beiden A350 hingehen werden. Also die nächsten beiden aus der nächsten Bestellungswelle, die dann zur Lufthansa kommen. Und zwar etwa im ersten Halbjahr des Jahres 2020. Auch diese beiden Maschinen werden am Flughafen in München stationiert. Von dort aus werden die beiden Flugzeuge nach aktueller Aussage eine neue Verbindung nach Indien übernehmen und 2 neue USA-Strecken. Wohin es genau geht, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider auch noch nicht. Und so schreitet der am Lufthansa Capital Markets Day gerade erst vor wenigen Wochen angekündigte große Umbau der Langstreckenflotte der Lufthansa immer und immer weiter voran. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, großer Bestandteil der dort vorgestellten Präsentation war das Ausflotten von 7 Langstreckenflugzeugtypen in der gesamten Lufthansa-Gruppe, während neben der neuen Boeing 777X nur ein weiterer neuer Flugzeugtyp hinzugefügt wird, und zwar die Boeing 787. Mitte 2020 will man so von jetzt 14 Flugzeugtypen, wobei man die 777X da schon komischerweise hinzugezählt hat, auf nur noch 8 Langstreckenflugzeugtypen in der Gruppe reduzieren. Schlankere Strukturen, weniger Trainings- und Wartungskosten und einfach mehr Flexibilität in der gesamten Gruppe, das möchte man damit anpeilen. Ist ja auch vollkommen logisch.
Und schon jetzt, wenige Wochen nach dieser Präsentation, bei der man ja durchaus den Eindruck hatte, dass die da schon sehr, sehr konkrete Pläne haben, sehr genaue Pläne, wie sie mit ihrer Langstreckenflotte in den nächsten Jahren innerhalb der Gruppe umgehen möchten, was da alles passieren soll. Kurz nach dieser Präsentation muss man sich jetzt schon die Frage stellen, ob das denn überhaupt alles so umgesetzt werden kann. Airbus A350 auf der einen Seite, Boeing 777X auf der anderen Seite, die zeigen jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation, dass das alles gar nicht so einfach ist und dass das Thema Flottenerneuerung bei Lufthansa in den nächsten Jahren trotz dieses konkreten Plans mit Thema Stationierung, mit Thema, welche Flugzeuge wann überhaupt wo eingesetzt werden und welche Flugzeugtypen dadurch ersetzt werden, dass das alles noch ziemlich spannend werden dürfte und eventuell gar nicht so passiert, wie es vorher geplant war. Dieses Thema wird auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, noch einige Überraschungen für uns bereithalten. Und das liegt höchstwahrscheinlich gar nicht unbedingt nur an den Verspätungen der 777X, denn ist überhaupt irgendein neues Flugzeug in den letzten Jahrzehnten pünktlich auf den Markt gekommen, so wie man sich das vorher mal gedacht hat? Aber gut, das ist schon wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall wächst man jetzt mit den Flugzeugen flexibel an den Standorten, an denen es sich lohnt, an denen es funktioniert. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt ganz offensichtlich München. Von wo aus geht ihr denn am liebsten auf Lufthansa Langstrecke? Frankfurt oder München? Und glaubt ihr eventuell sogar, dass München bald den Frankfurter Flughafen als großes Lufthansa-Drehkreuz irgendwie ablösen könnte? Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Ralf, an Robert und an Nigel. Vielen lieben Dank an euch drei für eine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Freue ich mich sehr drüber, hilft mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.